Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und heute haben wir Friedrich der Große im Fokus. Daher vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir schon auch in das Ganze rein. Wir sehen, der Pico 73 hat das Ganze eingeschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, selbstverständlich dafür. Nochmal, wer da ein Replay einsetzen will, sieht ja unten in der Videobeschreibung, wie es geht. Tut es ihm einfach nach, dann wird auch euer Replay hoffentlich dann hier gezeigt. Aber wie gesagt, nicht böse sein, wenn nicht. So. Die ersten Hits gehen los. Wir gehen natürlich ins Live-Geschehen und schauen hier da Richtung Tirpitz. Aber in dem Fall leider zwar ein Zieltreffer, aber kein Durchschlag. Dementsprechend weiterhin null Damage. Wir sehen, fast 4 Minuten sind schon vergangen. Also da dauert es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gegeben, um es vielleicht noch so zu nennen. Aber jetzt werden wir dann hoffentlich so ein bisschen dicke Action sehen. Der Schaden sollte ganz nice werden. Die nächsten Schüsse sind zumindest mal auf dem Weg Richtung Donskoi. Und da sehen wir eine Zitadelle. Schön 14.850 Schaden. So kann man doch das machen. Warum auch nicht? Und vielleicht hier direkt schon auf die Rhone den nächsten schönen Treffer. Aber da warten wir einfach mal drauf. Auch die Tirpitz kommt da jetzt rum. Oh, die ist vielleicht sogar noch das schönere Ziel. Schön seitlich. Hat er jetzt erstmal keine Sicht. Aber auch da schön in Summe 10k Damage hat er auch da anbringen können. Richtig gute Salve. Und jetzt kommen da die Sekundären zum Einsatz. Aus allen Löchern schießen die natürlich da auf die Tirpitz. Sogar einmal ein Brand. Sehr schön. Und wir sehen, der Brand, der tickt auch. So, jetzt ist aber das Schiff vor ihm, die Neptun zerstört. Da muss er jetzt natürlich aufpassen, dass er jetzt hier nicht ganz aufs Korn genommen wird. So, jetzt wird er da seitlich von einer anderen Friedrich der Großen gerammt. Er zieht sich hier jetzt ein bisschen zurück, hat nämlich auch ein paar Hits gerade abbekommen. So, natürlich jetzt hier nicht unbedingt alle Treffer fressen, die eventuell auch für die andere Friedrich da bestimmt sind. Also weiterhin ein bisschen zurückfahren und warten. Er sieht sich mal um, aber er sieht ja kaum was anderes noch da an potenzieller Bedrohung. So, er ist hier gerade sicher hinter der Wolke. Wir sehen auch in den nächsten 25 Sekunden kommt hier ein kleines Wetterereignis auf. Also auch da kann noch mal ein zusätzliches Spannungselement gleich passieren. Oh, schön, eine Zitadelle. 20.600 Damage auf die Iowa. Schöner Treffer. Und hier die Sekundären gleich wieder Vollgas. Und wir sehen hier, dass er da wirklich fast alleine gegenüber den drei anderen Schiffen ist. Deswegen haut er jetzt mal langsam ab. Nochmal 7.100 Schaden. Und jetzt dreht er weg. Bald kommt aber der Wirbelsturm. Aber natürlich seitlich hat er dann Probleme. Da hat er natürlich seine Breitseite und da schießt der Gegner fleißig drauf. Deswegen gibt es jetzt hier die erste Heilung. Um von den 84.000 Hitpoints wieder so ein paar zurückzubekommen. Der steckt da in Brand. Heilt es ja natürlich aktuell gegen.
So, und jetzt mal aufpassen. Da kommen Bomber und Torpedoflieger. Alles in seine Richtung. Der brennt eh sowieso schon. Die Torpedos, die sind nicht schlecht geworfen. Da werden auf jeden Fall ein paar treffen. Die schauen wir uns mal an. Wir gehen hier mal in die Slow-Mo. Das heißt, wir sehen hier 1, 2, 3 Torpedos, die ihn hier treffen werden. 6000 Schaden. Nochmal 6000. Und hier vorne, der trifft auch. Auch der setzt ordentlich. Und auch hier 6000. Also einfach mal ganz schnell 20k Damage bekommen. Der vorderste fließt Gott sei Dank vorbei. Also da nochmal Glück gehabt. Natürlich sofort sein Reparaturteam angeschmissen. Gut, dass es vorher beim Brand nicht genutzt hat. Weil den Flutungsschaden, den will man natürlich nicht haben. Und jetzt hat er doch nur noch 26.000 Hitpoints. Und wir sehen hier, jeder fokussiert ihn gerade gefühlt. Also er hat hier wirklich gerade kein schönes Leben. Der Wirbelsturm auf 17 Kilometer, 14 und weniger werdend. So, jetzt bekommt er den Rauch von der Yogromo. Sehr schön. Er schreibt auch, oder er pinkt auch vielen Dank, weil er genau weiß, jo, da hat er mir mal ganz ordentlich unter die Arme geholfen. Der Wirbelsturm jetzt immer näher ziehend. 8 Kilometer nur noch. Weiterhin das Feuer am Lodern, aber wenigstens kann er sich gerade wieder heilen. Sehr wichtig zum jetzigen Zeitpunkt. Ansonsten führt sein Team aber mit 2 Schiffen Abstand und hat 2 Spots mehr. Der C wird gerade vom Gegner eingenommen. Gut, das war zu erwarten, nach dem, was da auf ihn zugekommen ist. So, und jetzt hat er erstmal ein bisschen Ruhe. Erstmal kein Gegner mehr. Und wie gesagt, das tut seinen Hitpoints auch ganz gut. Noch eine Minute und er kann sich wieder heilen. Da wird er wahrscheinlich schon drauf spekulieren, dass es nicht allzu lange mehr dauern wird. Aktuell wird es ein bisschen ruhiger. Wir sehen ja, dass da zwar ein Gegner zu gespottet wäre, aber er sieht ihn halt einfach aufgrund dieser 8 Kilometer nicht. Das heißt, er hat ja jetzt ein bisschen Entspannung. Noch 30 Sekunden und er kann sich wieder heilen. So, und die nächste Heilung, die ist jetzt am Start. Und damit kriegt er wieder vieles an Hitpoints zurück und kann sich jetzt auch langsam wieder ins Getümmel stürzen. Wir sehen auch, dass er da jetzt den nächsten Gegner aufmacht. Und jetzt geht's gleich rund. Auch die Iowa, die freut sich natürlich endlich auf ein bisschen Gesellschaft. So, nicht zu sehr weit reindrehen. Schöner 20.000er Treffer. Iowa weggemacht. Und auch die Iowa konnte zwar ein bisschen was an ihm anstellen, aber das war es definitiv wert. Das war ein sehr schöner Treffer und der war zum richtigen Zeitpunkt, denn sonst wäre das Schiff hinter der Insel verschwunden. Und gleichzeitig auch sein erster Kill bei dann doch mittlerweile 125.000 Damage. Muss man ja auch mal erwähnt haben. So, in 40 Sekunden... Die nächste Heilung auch wieder aktiv. Und wir sehen hier auf der Minimap ganz schön, dass hier noch wieder 2 Gegner gleich schlummern. Bei aktuellem Kurs kriegt er die auch fast gleichzeitig auf. Da muss er aufpassen, wobei die Gegner sich hoffentlich dann eher mal Richtung Norden orientieren. Aber er sieht natürlich ganz genau, wo sind die, auf wo und welche Stelle muss ich mich jetzt gerade konzentrieren. So, er ist entdeckt. Da ist die gegnerische Iowa. Die ist noch rappelvoll und vor allem noch eine Izumo. So, die Izumo, da ist die Sekundäre schon am Start direkt. 3600 Damage, jo. Nochmal 2,7 und nochmal 2,2. Ja, ist okay. Aber wichtiger ist jetzt die aktuelle Heilung.
Und da ist die Izuma schon direkt weg. Und jetzt muss er aufpassen von der Seite. Wir kommen da gleich wieder Besuch. Und da haben wir die Rohn, aber eine tolle Distanz. Nachgeladen hat er schon wieder. Das heißt, weg damit. 22.000 Hitpoints. Nur 2.200 gemacht. Also da musst du noch ein bisschen nachlegen, mein Junge. Haus raus. Alles, was geht. Und jetzt die Iowa, die schießt natürlich greif. Kräftig und fleißig zurück. 11.000 Damage hat er in der Runde gemacht, aber auch die Iowa konnte jetzt fleißig an ihm was anrichten. Dementsprechend nur noch 10.000 Hitpoints und noch eine Minute, bis er sich wieder selbst heilen kann. So, die Yogomo, auch hier wieder fleißig der Nebel, sehr schön. Rohn wurde jetzt zerstört und jetzt die Iowa hat 50.000 Hitpoints Vorsprung, aber eben kein Rauch. Und das ist gerade sein Ding, damit kann er jetzt definitiv gut arbeiten und zwar die erste Stelle direkt mit 8.800 Damage. Und da kann er jetzt natürlich ein bisschen die Iowa farmen. Oh, eine Zitadelle, sehr schön, 20.000 und da sieht man natürlich, was so ein gut gesetzter Nebelwand einfach mal anrichten kann. Die Iowa hier gerade wirklich chancenlos, denn die sieht ihn hier einfach nicht. Und da sehen wir schon die Torpedos im Wasser Richtung Iowa. Und nochmal zwei Zitadellen und 27.000 Schaden. Sehr nice. Ja, damit verabschiede ich mich schon mal langsam, denn die Runde ist gleich beendet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen hier unten noch das letzte Schiff, aber da kriegen wir leider nichts mehr davon mit. Ja, dementsprechend schönes Schiff, Friedrich der Große. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.